So, einfach mal alles weghauen hier. Na, was denn? Ach so, die Flächen muss ich hier. Ach so. Genau. Oh, Händler. Ja, verdammt, ich habe die Sachen aufgehoben, stimmt ja. Ich habe mich gerade gewundert, was passiert ist. Und er ist tot. Alles klar. Warte mal, das sieht episch aus. Das sieht episch aus hier. Das hier nehme ich mit. Zeig mal her. Increase Attack, Cooldown, Equip to Chest. Und das hier macht mehr Leben, ne? Mehr Leben und Speed. Was macht dieser Helm hier? Increase Maximum Health, Equip to Head. Okay, nehmen wir das mit. Hier ist so eine Biene. Damit können wir Bienen schießen. Oh Gott, hört ihr diesen Sound, ey? Hier auf dem rechten Ohr. Habt ihr es gerade gehört? Voll eklig. Guck mal, hier ist sogar so ein Schleimding. Meine Fresse. Ne, ich behalte mein Ding hier. Mein Bumerang ist mein liebstes Ding. Sehr nice. Weiter geht's. Puh. Erstmal kaputt schießen hier, dann fühle ich mich sicher, wenn alles hier weg ist. Und ich nirgendwo gegenrasen kann. So, schnell vorbei. Oh, was macht er? Guck mal, kann ich nicht so angreifen und dann fliegt er so wieder zurück zu mir? Ja. Genau, auf Wiedersehen. Oh, guck mal, Bossraum. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal straight durch und versuchen, das durchzuspielen. Wir brauchen zwar ein bisschen Leben noch, was nicht schlecht wäre, aber auf geht's, Bossraum. Was ist das denn für ein Ding? Oh Gott. Sewer Hack. Ich habe gerade Swagger Hack gelesen. Oh Gott. Okay, er schießt so komische Teile. Und man sieht Nippel. Okay, sie ist weg und jetzt taucht sich hier irgendwo auf, ne? Oh, fuck. Ach, guck mal, das verlangsamt unten nur. Nice, ey. Der Bumerang ist richtig geil. Sehr gut. Ich würde sagen, wir scheißen auf die Ebene und gehen einfach mal weiter. So, und ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, was es denn auf sich hat mit diesen ganzen Truhen, mit dem Slime-Key, wie ich dieses den Geheimgang da, was der mir bringt. So, eine Krone. Health, nice. Megaschwert, oder was? Slord. Achso, Slord. Ach, guck mal, das fliegt langsam durch und tötet alles, oder was? Bam. Und das ist hier so ein anderer Totem, was macht der? Der hat einen größeren Radius, ne? Der schießt dahin, wo ich gerade bin. Das ist ja auch geil. Ne, ich nehme lieber... Ich bleib bei dieser Combo. Die ist ziemlich nice, die Combo. Aber schön zu sehen, was man hier so alles finden kann. So, ich habe es einmal mal übersprungen und wir sind jetzt hier. Wo sind wir? Was ist das für ein Level? Wie heißt das? Crypt, okay. Klingt schon ein bisschen nach Tod und Verderben. Das ist gut. Bin ich mal gespannt, was uns jetzt hier erwartet. Ogre, okay. Die Teile an der Wand muss ich auch... Ich muss jetzt irgendwie alles... Erstmal alles abchecken. Man weiß nicht, was hier jetzt einen angreift und was... Okay. Vor diesen Geistern brauche ich keine Angst haben. Die sind nur böse, wenn ich tot bin. So, weiter geht's. Oh, das macht gerade richtig Spaß, wenn man vorankommt hier. So, nehme ich auch alles auf, ey. Aufnahme stoppen. Ja, ich nehme alles auf. Alles ist super, alles ist toll. So... Schaffe ich es jetzt wirklich, dass ich, das Spiel, wenn ich das schaffe... Oh Mann, ich bin gespannt auf den Boss. Wir haben 28 Soul Orbs, das ist ziemlich nice. Hab ich ein bisschen gespart hier, ne? Test. Ich nehme auf. Ich habe Angst, dass ich nicht aufnehme. Das wäre so schlimm. Oh, komm her. Ich habe keine Angst mehr. Ich sollte nur treffen, vielleicht. Oh, oh. Jetzt wird die Waffen gewechselt. Ach, guck mal, jetzt haben wir hier sowas hier, dass wir uns so zack bewegen können. Auch nicht schlecht eigentlich. Aber diesen Totem will ich mit. Was macht dieser Totem hier? Der schießt Steine. Ah, genau, der schießt Steine. Jetzt haben wir hier einen anderen Ring mitgenommen. Was macht der denn hier? Zeig mal her, was macht der Ring? Dieser schöne Schleifchenring. Grants Immunity to Freeze, Grants Immunity to Poison, Equipped to Finger. Okay, wir sind auf jeden Fall richtig geschützt vor allem, aber brauche ich nicht. Ja, lass uns das mal mitnehmen, oder? Ich weiß gar nicht, was besser wäre. Damit können wir halt so richtig... Bam! Aber leider können wir nicht lenken, wohin wir wollen.
Komm, wir spielen ein bisschen damit. Mal gucken. Na, da versteckt sich jemand. Und tschüss. Lava Lurker. Okay. Gut, hier hatten wir schon mal wieder alles geklärt. Und ich muss da nicht hingehen, einfach von der Distanz holen. Sehr nice. Oh, oh, was ist das? Wow, da habe ich Angst bekommen. Sehr gut, weiter. Komm, wir rasen jetzt hier durch. Das ist ja unglaublich. Aber nicht froh, dass ich dieses Totem-Dings gefunden habe. Unglaublich. So, komm her. Das ist ja wie die Eule, nur schlimmer. Verdammt schnell sind die. So, und halten viel mehr aus. Habe ich schon alles getötet hier? Ne, ich kann auch nicht weiter. Was fehlt denn hier? Hä? Ach du. Ja, auf Wiedersehen. So. Ah, Minotaure, genau. Ich habe schon überlegt, wie heißen denn die Dinger nochmal? Eine Kuh? Fast. So. Oh. Würde mich gerne interessieren, was so die stärkste Waffe hier ist. Das würde mich auch nochmal interessieren. Auf jeden Fall, wenn wir noch einen Run machen. Wenn es euch gefallen hat, also wenn das Video sehr viel Resonanz bekommt, positive Wertungen als mögliche und Zuschauer da sind, dann werde ich es auf jeden Fall weiterzocken und dann gucken wir mal. Ich werde auch andere Kombos dann versuchen. Ach du Kacke, der ist krass, der Typ. Das darf ich aber nicht nachlassen hier. Ja, hier kommen wir in die nächste Ebene. Ich würde sagen, das machen wir auch gleich. Wir gehen gleich auf. Verdammt, haben wir Schaden bekommen? Immer schön auf Distanz angreifen alles, ey. Die Räume werden auch immer größer. So, liegt denn hier irgendwo Heilung rum? Droppt jemand Heilung, bitte. Komm her, du Gockel. Was auch sehr irritiert sind halt diese Geister, die hier rumfliegen. So, nächste Ebene, auf geht's. Crypt 1 complete, nice. Jetzt kommt Crypt 2. Ich hoffe, es gibt nur maximum 3 Dinge, nicht, dass es jetzt 4 Krypten gibt. Vielleicht ist auch das... Der Tod, ja. Müssten wir nicht zu der Crypt? Wir müssen dann, glaube ich... Wir müssen da sogar, glaube ich, hin, ne? Ja, doch. So. Ich habe am Anfang nicht zugehört. Sorry. Ein Soul Orb haben wir dazu bekommen. Ich glaube, das andere wäre besser. Ich glaube, das andere wäre besser. Oh, hallo. Trigger's Dagger. Nee, ich nehme das mit. So, was wäre ich gegengerannt? Ich glaube, die machen keinen Schaden. Ich glaube, die machen einfach nur... Au, verdammt, die Dinger. Ich wusste, die sahen so komisch aus. Ich glaube, die machen einfach nur, die frieren einen ein, ne, würde ich sagen. Oh Gott, der explodiert, oder? Der. Nein, verdammt. Boah, ich muss voll aufpassen hier an den Seiten, diese Scheißteile. Die werden mich holen. Muss ich mal vorbeispringen. Und weiter. Händler? Nein, leider nicht. Ja, Leben wird mir sehr, also, wird mir nicht aufgedroppt hier. Nur beim Händler gab es jetzt ordentlich. Ah, verdammt. Alter, guck dir das mal an. Das ist ja brutal hier. Da ist noch so ein scheiß Ding an der Wand. Komm schon, bitte Leben. Gib mir Leben. Ja, und das ist eine Sackgasse. Super. Da oben an der Wand irgendetwas? Au, verdammt, da unten aber. Oh, Mann. Ich werde das nicht überleben. Wir sind so weit gekommen. Das ist ein Pfeilding. Muss echt aufpassen hier jetzt. Ja, hallo Mimix. Kommt schon irgendwas zum Heilen? Multi-Strike Ring. Jetzt haben wir weniger Leben. Warte mal, was macht denn der? Was macht denn der Multi-Strike Ring? Increase Attack Cooldown, Increase Projectile Count, Increase Projectile Speed. Wow. Das ist sexy. Den nehme ich mal mit. Nein! Aber ich war doch eingefroren. Verdammt. Also der war eingefroren.
Eine Bombe, verdammt. Noch eine Bombe. Na komm her. Verdammt, jetzt müssen wir uns wiederbeleben. Ansonsten dürfen wir dürfen nicht viel Schaden bekommen. Ey, das wird jetzt knapp hier alles wieder. Komm, einfach schnell das nächste Level finden. Jetzt sind auch die ganzen Gegner wieder gegen uns, wenn wir zurückgehen oder so. Aber warum sollten wir zurückgehen? So. Au, verdammt. Ah. Kann man die kaputt machen oder sowas? Kein Leben für uns. Feuer elemental. Verdammt, Sackgasse. Ich glaub's nicht, wir kratzen ab. Wir kratzen ab. Das war's. Das war's, Leute. Das war's, Leute. Außer wir finden jetzt schnell den Händler. Oh, Mann. Sag doch um Leben. Warte mal. Kein Leben für uns. Ja, damit haben wir mehr Leben. Ich glaube, das nehme ich. Haben wir mehr Chancen, getroffen zu werden. Scheiße, wir müssen Tschüss sagen. Vor allem sind die Gegner jetzt hier wieder da. Und die Pfeile sind auch wieder da, ne? Ja. Schön vorsichtig alles hier. Jetzt bin ich ein bisschen angespannt hier. Verständlicherweise, würde ich sagen. Soul Orb. Und durch. Gut, gehen wir mal nach unten. Meistens ist der Händler irgendwo unten. Habe ich das Gefühl. Alles schön einfrieren, was mir entgegenkommt. Kann man die Teile kaputt machen? Man kann die kaputt machen, oder was? Ich denke nicht. Oh, Mann! Go, 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 go. Händler. Ein Apfel. Sehr gut. Und ein bisschen Leben. Ein bisschen leider. Okay, er ist tot. Keine Kiste mehr. Schade, 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 schade. Okay, weiter geht's. Oh, Sackgasse. Warum hat er nicht auf dem Rückweg getroffen? Verdammt. Jetzt sind wir wieder bei 25 Leben. Oh, oh. Schwer. Es wird schwer. Jetzt müssen wir nach oben und dann nach rechts. Und hier muss ich aufpassen, dass mich die Teile nicht... Oh, die Dinger. Stimmt, da war ja was. Egal, ich bin trotzdem stolz, dass wir so weit gekommen sind. Kommt mir auch so vor, als wäre es das letzte Level. Da muss ich durchquatschen. Alter, nein. Kommen wir hierher. Ne, da gehe ich noch nicht hin. Erstmal hier nach oben gucken. Da kommen Zacken raus aus dem Boden und ich weiß nicht, wie die da rauskommen. Nein, nein, da wollte ich gar nicht. Hey, 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 hey. Okay, an den Seiten sind irgendwelche Pfeile oder sowas? Ich denke nicht. Kein Mimik, bitte. Heilung. Oh, wow. Ice Sword, das vereist Gegner. Kann man sich auch mal überlegen. Können wir mal kurz nehmen und in die nächste Ebene gehen hier. Falls hier Eisgegner überhaupt kommen. Aber guck mal, wie langsam das ist. Ist auf jeden Fall eingefroren gewesen. Ich glaube, das ist eine Sackgasse. Scheiße. Auch nicht.
Oh, was war das denn? Das ist ja noch so ein scheiß Eisgolem. Feuergolem. Ups, jetzt habe ich rausgetappt. Verdammt. Scheiße, das wollte ich gar nicht. Ich wollte da vorbeilaufen. Boah, nimmt das an Schwierigkeit zu. Unglaublich. Auch nicht. Dann gibt es nur noch eine Lösung. Oder eine Möglichkeit. Nein! Verdammt, ich dachte, ich hab's getroffen. So, komm. Zack, einmal so, so, so. Das ist auch nicht die Möglichkeit. Oh Gott. Ich wollte das gar nicht, Mann. Oh, das nervt mich jetzt aber. Wo kommst du denn auf einmal her? Geht doch. So, komm mal. Ich nehme den Bumerang mit. Der war doch ein bisschen sexier. So. Boah, ich hoffe, das ist hier der richtige Weg und wir müssen nicht da an diesem scheiß Lavateil durch. Wir können wieder lebendig werden. Das mache ich. Wir haben ein extra Leben. Yay! Sehr gut. Natürlich nicht ganz voll aufgeladen, aber passt schon. Und wie es aussieht, müssen wir da an den Seiten lang, oder? Wir müssen dahin. Was sagt die Karte? Gibt es noch einen anderen Weg? Nein. Oh Gott. Gut. Das wird doch easy. Easy. Einfach mit unserem Soul Orb durch da. Bam! So läuft das. Ich hoffe, das ist der richtige Weg. Nein, da sind Pfeile an der Decke. Oh, da ist noch einer. Okay, wir können ihre Waffen kaputt machen, also ihre Projektile. Sehr gut. Ja, die Bomben will ich nicht aufheben. Und das war eine Sackgasse, okay. Eine Sackgasse ohne Heilung. Super. So mag ich das. Okay, ist doch nicht so schwer, da durchzukommen. Hey! Ich verliere gleich mein Extra-Leben, das gibt's doch nicht. Leben. Oh nein, Mann! Scheiß Pfeil! Unglaublich schwer, das Ganze. Unglaublich schwer. Ich komme damit nicht klar. Naja, dafür haben wir jetzt wieder volles Leben, und aber dafür sind die ganzen Gegner hier wieder gespawnt, Mann. Kann ich da einfach durch an den? Ja. Swappa! Ja, da wollte er mich treffen. Hat er nicht geschafft. Sehr gut. Hier ist irgendwo noch ein Gegner da unten. So. Noch einer? Wo denn? Da. Ach, eine ganze Brutstätte. Verdammt. So, und jetzt durch hier. Weg. Bossraum! Oh. Ah, da muss man einfach nur stehen bleiben. Die schießen an mir vorbei. Sehr gut. Da war ich mir nicht sicher, ob das wirklich so ist. Haben wir schon ein paar Mal gesehen, ne? So. Na, hier der Lava-Lurker, genau. Der muss noch das Zeitliche segnen. Ah, guck mal, hier kommen wir rein, wenn wir tot sind. Nur, aber wir brauchen einen Schlüssel dafür. Verdammte Axt. Mann. Okay, mit den Schlüsseln haben wir diesmal kein Glück hier, ne? Na gut, ich habe auch einige Ebenen einfach so schnell einfach ausgelassen. Einfach schnell vorbeigerannt. Vielleicht hätten wir da Schlüssel gefunden. Man weiß es nicht. So. Fuck. Ja, der wird nicht eingefroren, ne? Weil er aus Feuer besteht. Logisch. Oh Gott, der wird wütend. Verdammt. Hat er mich verfolgt oder was? Waren das zielsuchende Äxte? Mein lieber Charlie. Oh oh. Nee, was denn? Die Explosion hat mir Schaden zugefügt oder was? Am Arsch, ey.
Mann, wieso droppen die keine Heilung mehr? Da habe ich jetzt irgendwie gar kein Glück. Habe ich ein Item aufgehoben, das keine Heilung mehr droppt? Also, das dafür sorgt, dass sie keine Heilung mehr droppen, oder was? Oh Gott. Müssen wir da unten lang. Hier ist irgendwo noch ein Gegner. Hier so ein Lava-Lurker. Hör ich doch da oben. Da sind Pfeile an der Decke. Wir sind eingefroren. Nein! Verdammt! Teil an der scheiß Wand. Ah, oh, Mist! Das war's, Leute. Das war's, Leute. Das ist unser Ende. Ach, die kann man nicht töten. Achso, das sind die Teile. Guck, wie viel Kohle wir haben hier. Jetzt ein Shop hier. Auf geht's. Ah, da sind Pfeile. Oh Mann. Oh, das ist eine Banane. Verdammt, die friert uns aber ein. Weg, 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 weg. Sehr gut. Nicht weiter abchecken. Auf geht's. Und wir kommen in die nächste Ebene. Meine Güte. Puh. Wie wir uns hier durchhangeln. Oh, der hat eine Axt gedroppt. Eine goldene Axt. Die muss doch sexy sein. Na, guck mal, die fliegen überall hin. Kann ich das damit... Das kann ich doch töten, oder nicht? Lass mal versuchen. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Da unten ist ein Bogen. Da oben ist noch ein Bogen. Und weiter in die nächste Ebene. Heilige Kacke. Und die dritte Krypt kommt. Super. Kommt jetzt der Bosskampf, oder was? Eine Stunde zwei schon. Gottes Willen. Das dauert aber lange hier, so eine Aufnahmesession. So. Und weiter geht's. Weiter geht's, die Quälerei. Ich frage mich jetzt auch, was habe ich falsch... Oder habe ich alles richtig gemacht? Natürlich besser ausweichen, mehr auf diese scheiß Wände achten. Aber das weiß man beim ersten Mal natürlich nicht, dass da diese Teile da auf einen warten. Aber vielleicht beim 60. Mal weiß man es ja ungefähr, ja. Ich vielleicht nicht, aber naja. So. Sehr gut, das Tor ist offen. Einfach mal keine Zeit verplempern und durch. Und so ein scheiß Ding aufstellen. Eine Banane. Die nehme ich mit. Ein bisschen bewegen. Ich hoffe... Ja, wieso töte ich den nicht? Sehr gut. Ja, wieder rausgetappt. Madame. Verdammt. Madame. Madame, Madame. So. Können wir jetzt weiter? Haben wir alles besiegt? Nee, natürlich nicht. Da hinten ist noch einer. So. Immer noch nicht. Wo sind denn die Gegner? Ach, da ist so ein Scheißding. Sehr gut. Wow. Ach, wenn ich das treffe, kommt der Zacken raus. Okay, verstehe. Und so nicht? Nein. Gut. Gut, 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 gut. Soll mir recht sein. Händler? Kein Händler. Da sind Pfeile an den Wänden. Deswegen gehen wir mal ganz eng hier so lang. Ja, ich habe mich wieder gefunden. Ich habe mich wieder ein bisschen wenig gefunden. Gerade war ich ja so wie ein Hilfe angeschossenes Reh, das hier versucht, von einer Ebene zur nächsten zu hüpfen. Bam, wenn man viele Gegner tötet, das fühlt sich geil an. Jetzt werden wir mal schnell durch.
Ist echt ganz gut, dass ich das mitgenommen habe. Also für das hier ist es auf jeden Fall sehr nice. Also dieser Soul Orb. Mimic? Natürlich ist ein Mimic. So, der mir auch nichts wirklich was droppt. Okay, die Gegner müssen wir uns noch holen. Oh, verdammt. Fast reingerast wieder. So, auf geht's. Nächste Ebene, oder was? Mist. Habe ich zu spät eingesetzt. Wobei ich es nicht direkt gedrückt habe. Oh, oh. Bin selbst eingefroren. So. Klicken wie ein Irrer. So. Pfeil auf dem Boden. Da ist irgendwo so eine Brutstätte, die müssen wir erstmal auslöschen. Und es geht weiter, sehr gut. Und in den Bosskampfraum, nice. Machen wir mal direkt. Auf geht's, besiegen wir mal eben schnell den Boss. Das kann doch nicht so schwer sein. Oh, hey, ja, wer ist das denn? Oh, wow, wow, wow. Ist die Heilung? Natürlich ist die Heilung. Nimm es schnell, nimm es. Mimic, natürlich ist hier ein Mimic. Mach das bitte die ganze Zeit, mach das bitte die ganze Zeit. Da kommt noch eine Superform, oder? Da kommt doch noch eine Superform. Alter, wir haben ihn echt besiegt. Leck mich am Arsch, der erste Run auf YouTube und wir haben ihn besiegt. Ich hab ihn, ich hab beim ersten Mal besiegt. Eine Stunde 7, damit stecken 580. Ja, das könnten wir natürlich weglassen. Nice, ey. Wow. Alter, das ist ja krass. Das ist krass. Das ist unglaublich krass. So, jetzt frage ich mich, hat es mehr Wiederspielwert? Es gibt wahrscheinlich auch noch andere Bosse. Wir könnten natürlich die Truhen da öffnen oder was weiß ich da alles mögliche. Es hat ja anscheinend Geheimnisse auch. Sehr geil. Ja, vielen Dank auf jeden Fall fürs Zusehen, Freunde. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung. Da. Das war wieder ein Bäuerchen. Keine Ahnung, ey. Ich atme zu viel ein oder so. Ich weiß nicht. Mein Magen macht immer... Schöne abschließende Worte, was? Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Wizard Lizard. Kann ich hier noch was machen oder so? Ich kann mich nicht bewegen. Und jetzt? Achso, Escape drücken. Ah, warte, 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 da kommt noch was. Okay, die Designer, Programming und sowas. Haben wir jetzt einen neuen Spieler freigeschaltet? Wizard haben wir jetzt. Nice, der hat sogar das Eistotem Dingenskirchen direkt am Anfang. Also, wenn ich weiterspielen soll, sag mir Bescheid und dann legen wir los. Vielen Dank. Bis dann.